Einfach essen. Was ja wirklich irritierend ist für viele Menschen, die uns jetzt hier zuschauen. Jede Woche, jeden Tag gibt es irgendwo neue Schlagzeilen, gibt es irgendwo einen neuen Post, irgendwo wird wieder irgendeine Sau durchs Dorf getrieben und die Menschen sind verwirrt. I'm still confused, but on a higher level. Das sehe ich ja täglich in meiner Praxis und deswegen versuche ich ja auch immer den neuesten Stand der Forschung auch in meiner Arbeit und Publikation oder Büchern weiterzugeben. Aber es macht ja so viel Sinn, dass dies eine zeitlose Wahrheit ist. Grünzeug ist einfach eine wunderbare Basis. Mit Grünzeug kann man sich niemals schlecht ernähren, also wenn man das mitnimmt. Und dass man einfach auch auf gesunde Fette setzt und gesunde Eiweiße. Und was viele auch unterschätzen, wer sich jetzt pflanzenbetont ernährt, dem fehlen klassischerweise die langkettigen Fettsäuren aus dem fetten Fisch zum Beispiel. Diese sogenannten Fettsäuren Omega-3, DHA und EPA. Deswegen reicht zum Beispiel Leinöl als Omega-3-Quelle nicht aus, sondern man sollte dann auf hochwertige Algenöle setzen, also zum Beispiel ein Leinöl mit Zusatz aus DHA, EPA und oder Weizenkeimöl. Und die sollten gut gepresst sein, also mit Patenten, Omega-geschützt, Omega-safe. Warum ist mir das jetzt so wichtig? Wie komme ich jetzt auf das Thema? Wenn wir den Körper mit minderwertigen Fetten versorgen, ich rede jetzt nicht nur von Transfetten aus Chips oder aus Frittiertem, sondern auch mit ranzigem Fett, dann kurbeln wir einen Prozess der Oxidation im Körper an. Und der Prozess fordert Entzündungen. Entzündungen machen müde und Entzündungen führen langfristig gesehen zu diesen Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs. Deswegen bin ich ja so leidenschaftlich in dieser Sache, weil ich sehe so viele Menschen, die dann erzählen, mein Mann hatte auf einmal einen Schlaganfall. Oh Gott, nein, diese Erkrankungen, die fallen nicht vom Himmel. Die kommen nicht einfach blups, einfach so um die Ecke. Die wachsen über Jahrzehnte heran. Und deswegen ist die Auswahl der Lebensmittel wichtig, auch die Auswahl von guten Fetten wichtig. Und es kommt aber nicht nur auf das, was esse ich an, sondern dass es individuell zu jedem von uns passt. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Nachricht. Denn Zwiebeln sind gesund, Knoblauch ist gesund. Aber man muss es natürlich auch vertragen. Und so hat jeder von uns eine eigene Wahrheit. Also ein ganz einfacher Tipp ist, den ich gerne empfehle, ist wirklich ein Ernährungsprotokoll zu führen. Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, die bringen auch zu Terminen dann wirklich mal 3, 4, 5 Tage ein ausgefülltes Ernährungsprotokoll mit und fühlen selbst unter Umständen Zusammenhänge, also zwischen einem Milchkaffee, das der müde machen kann oder einen Blähbauch machen kann. Oder zum Beispiel Menschen, die wirklich unter extremer Müdigkeit und schweren Leiden zu tun haben, denen empfehle ich wirklich mal, wenn sie Muße haben, für 1, 2 Wochen auf Milch und Gluten zu verzichten. Das ist jetzt schon Masterclass-Wissen, aber wenn man das mal gemacht hat und dann Milch- und Gluten-Nachweise einführt und dann merkt man auf einmal, oh, ich bin total müde oder ich habe einen geschwollenen Bauch oder hui, mein Gelenk tut weh, dann kriegt man so viel Information und das spart auch kostenintensive Untersuchungen. Und so kriegt man das mit der Zeit raus. Was ganz, ganz einfach ist und was so schön ist und was mir auch Patienten bestätigen, die sagen, ich hätte nie gedacht, dass das so einfach ist, wenn man zum Beispiel folgende Rituale mitnimmt. Man startet nicht in den Tag mit einer Tasse Kaffee, sondern mit 2 großen Gläsern Wasser auf nüchternen Magen. Warum ist das ein toller Tipp? Weil die Verdauung wird geweckt, der Magen kriegt eine Dusche, sagt dem Dickdarm, mach Platz unten. Das heißt, auch viele Verstopfungen werden im Nu gelöst. Ein anderer positiver Aspekt: über die Nacht abgebaute Giftstoffe werden durch das Wasser leichter ausgeschieden und wir alle atmen jede Nacht 500 ml Wasser aus. Das heißt, wenn ich mit diesem Flüssigkeitsdefizit in den Tag starte, dann hängt mir die Zunge natürlich unten. Und das zu berücksichtigen, bringt schon ganz viel Gesundheit. Und wenn man sich dann einfach mal so ausdenkt, was könnte zu mir passen? 2 Mahlzeiten oder 3 Mahlzeiten? Mache ich ein Spätstück und esse dann noch einen kleinen Snack dazwischen und dann esse ich mit der Familie auch gerne gemeinschaftlich zusammen, dann kann das viel Gesundheit schaffen. Also mein Tipp ist zum Beispiel, den ich gerne in der Praxis gebe, das klassische Doc Fleck Frühstück, das kann man ja mal ausprobieren. Das ist also eine Kombination aus Eiweiß und gutem Algenöl mit einer Handvoll Obst und Nüssen, Mandeln, Kernen, dass man auch wirklich sehr, sehr satt wird. Und das Eiweiß entweder aus Milch, wenn man das verträgt,
Das kann man herausfinden. Oder aus Nüssen, Samen. Ich mag zum Beispiel auch sehr gern einen Apfel püriert mit einer Handvoll Walnuss. Und dann mache ich mir mein Algenöl darüber. Schmeckt wunderbar. Und meinen Kaffee trinke ich mit ein bisschen Frühstücksgewürz dazu. Also aus Zimt, Koriander, Kardamom. So tanke ich jeden Morgen auch eine Anti-Entzündungskomposition. Und das hält sehr, sehr lange satt. Das heißt, ich habe auch einen langen, anstrengenden Tag. Ich bin dann auch energiegeladen, weil wenn ich auch im Selbstversuch, wenn ich dann ein Weißbrötchen esse mit Marmelade, was vielleicht auch mal ganz fein ist, dann merkt man schon gleich, der Blutzucker rauscht nach oben und dann hat man in einer Stunde später auch wieder Hunger. So kommt man dann auch mit weniger Mahlzeiten durch den Tag, gönnt sich vielleicht auch noch mal einen Snack. Das kann zum Beispiel ein Apfel mit einer Handvoll Nüsse sein, auch wie es zu einem persönlich passt. Und abends spricht da nichts dagegen, auch mal noch mal wärmer zu essen, wenn man einfach spürt, dass es einem gut tut. Und das ist ja oft so, dass das die einzige Zeit ist, wenn man in einer Familie zusammen ist, auch dass man sich am Tisch noch mal vereint. Ich empfehle aber auch für jeden, der alleine lebt, sich liebevoll auch mal Zeit zu nehmen zum Essen. Und mit dem Tellerprinzip, was ich ja entwickelt habe, was an der modernen Ernährungswissenschaft angelehnt ist. Da kann man sich zeitlos lebenslang dran orientieren und muss eigentlich gar nicht mehr nachdenken. Die Hälfte des Tellers mit Grünzeug vollpacken. Rohkost am Abend kann den Schlaf beeinträchtigen, deswegen lieber mittags Rohkost essen als abends oder es einfach mal ausprobieren. Dann eine Handtellergröße Eiweiß auf den Teller packen, weil jeder Mensch hat eine andere Körpergröße. Die Handgröße ist so ein gutes Maß. Und wer abnehmen will, der sollte wirklich die Kohlenhydrate, also Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, verschwindend gering auf dem Teller halten oder maximal ein, zwei Hände voll. Und wer dann noch mit einem Klacks gutem Fett, zum Beispiel Olivenöl als Universalöl arbeitet und dann gerne auch mit Kräutern und Gewürzen arbeitet, der wird sich zeitlos gesund ernähren. Der muss sich eigentlich nicht mehr viel Gedanken machen. Und das ist einfach eine ganz simple Strategie, die so vielen Menschen schon geholfen hat.